Willkommen zum dritten Teil, zum dritten Impuls. Ein paar Gedanken, die uns helfen wollen in das Jahr des Glaubens. Der erste Impuls hieß die Symphonie, Symphonie des Wortes. Der zweite Impuls, die Tür des Glaubens. Dieser dritte Impuls, der kleine Junge und der alte Mann. Dieser kleine Junge, er ist mein Freund geworden, dieser kleine Junge. Dieser kleine Junge wohnt im Johannesevangelium und genau am Anfang vom sechsten Kapitel. Dieser kleine Junge, ich glaube, fast jeder hat es schon mal gehört. Ich glaube, fast jeder, der wenigstens ab und zu in die Kirche geht, ist ihm schon mal begegnet. Das heißt dort im Johannesevangelium, eine große Menschenmenge folgte Jesus. Sie haben die Zeichen gesehen, die waren begeistert und traben ihm hinterher. Zwischen schon über längere Zeit. Und als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragt er Philippus, einen von seinen Jungs: Hör mal, Philippus, was machen wir mit denen? Wo sollen wir Brot kaufen? Wir müssen denen irgendwas geben. Die klappen uns zusammen, die machen schlapp. Aber steht hier, das sagt er nur, um Philippus auf die Probe zu stellen. Philippus antwortet ihm: Brot für 200 Denare, ein halbes Jahr Arbeit. Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn wir jedem auch nur ein Stückchen geben wollen. Also sagt Philippus: Brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Kannst du komplett vergessen. Geht gar nicht. Dann kommt ein anderer Jünger, Andreas. Hat so einen kleinen Jungen an der Hand und bringt diesen kleinen Jungen zu Jesus. Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Brote, Gerstenbrote, 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele? Andreas, genauso gut drauf wie Philippus, brauchst du gar nicht versuchen, geht gar nicht. Dieser kleine Junge, wie in all diesen 5000 Leuten haben die den gefunden? Vielleicht ist irgendwie dieser kleine Junge an Andreas vorbei, der Andreas wusste, Mensch, wir brauchen ein Brot, boah, greift er den und zerrt diesen armen Jungen zu Jesus. Ich glaube, Jesus hätte ihn gleich wieder gehen lassen. So ist es, glaube ich, nicht gewesen. Ich denke, dieser kleine Junge ist mit seinen 5 Broten und 2 Fischen zu den Aposteln gekommen. Ich glaube, er hat sich freiwillig gemeldet. Leute, ihr braucht Brot? Ich habe nicht so viel. Aber was ich habe, das gebe ich euch. Dann kannst du dir vorstellen, wie Andreas schon so ein Grinsen hat, als dieser kleine Junge zu ihm kommt und sagt: Hör mal, hier, Herr Apostel, da, euer Meister sucht Brot, ich habe da was hinten im, Rucksack. 5 Brote. Ja, sagt der Andreas, ist ja lieb, kleiner Junge, aber hör mal, das hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Du kannst dir vorstellen, wie der kleine Junge dann aber insistiert und sagt: Mensch, aber ich möchte dem was. Dann nimmt der Andreas den kleinen Jungen und bringt ihn zum Jesus. Sagt: Hör mal, Jesus, hier ist ein kleiner Junge, tu dir mal was Gutes, der will 5 Brote, hier die 5000 Leute für, dann gehen wir gar nicht. Jesus sagt dann: Junge, das war eine gute Tat, bring mal die 5 Brote nach Hause, esst mal schön zu Hause, bei uns hilft das hier gar nicht weiter. Das weiß natürlich jeder, dass Jesus das nicht gesagt hat. Jesus lässt diesen Jungen kommen, da stehen 5000 Leute, Hunger. Und Jesus lässt diesen kleinen Jungen kommen mit 5 Broten, 2 Fischen, vielleicht stinken die schon. Und jetzt macht Jesus etwas, das muss uns überraschen. Jesus sagt diesem kleinen Jungen: Weißt du was? Mit deinen 5 Broten
füttern wir diese 5000 Leute. Deine 5 Brote, die reichen nämlich. Mit deinen 5 Broten geht das. Kannst dir vorstellen, wie Philippus daneben scherzt? Moment, habe ich was verpasst? Bin ich im falschen Film? Was läuft hier? 5 Brote, 5000 Leute, wie denn? Ihr kennt, wie es weitergeht. Jesus spricht das Dankgebet und preist und teilen das Brot aus. Und dann sammeln die noch Körbe ein. Ich stelle mir vor, dieser kleine Junge kriegt als Dankeschön einen Korb mit Brot mit nach Hause. Er schleppt diesen Korb nach Hause, schafft es gerade, da zur Haustür reinzukommen und erzählt dann seinen Eltern, wisst ihr, was mir passiert ist? 5000 Leute! Ich habe das Brot vom Einkauf noch hinten drin. Ich dachte, ich gebe das mal. Alle satt geworden mit meinem Brot. Und den Korb nehme ich doch wieder. Kannst du, ne, die Erfahrung, die dieser kleine Junge gemacht hat, weil er alles gegeben hat, was er hatte. Und dann gesehen hat, was Jesus damit getan hat. Es gibt noch so ein, es gibt viele, aber eins möchte ich erwähnen, noch so ein anderes Beispiel. Diesmal ein alter Mann. Dieser alte Mann begegnet einem brennenden Dornbusch. Wahrscheinlich fällt euch der Name gerade ein. Moses steht da, kriegt diesen Riesenauftrag, den er gar nicht haben will. Ein ganzes Volk aus Ägypten, aus dem mächtigen Ägypten herauszuführen. Und Moses, ne, ihr kennt die ganze Geschichte, hat die ganz weichen Knie. Und dann verhandelt er ein bisschen mit dem Herrn da in dem brennenden Dornbusch. Und dann sagt er an einer Stelle im Exodus im 4. Kapitel, ganz am Anfang, was aber, wenn sie mir nicht glauben, die Israeliten, und gar nicht auf mich hören, sondern sagen, hör mal, der ist ja gar nicht erschienen, dieser Gott. Was soll ich denn machen? Riesenaufgabe. Riesenproblem. Und da sagt der Herr zu ihm, was hast du denn da in der Hand? So, Moses, gar nichts, nur so ein Hirtenstab, so ein Stück Holz, den ich halt benutze, um die Schafe oder Ziegen oder was er da gehütet hat, irgendwie, weiß ich, unter Kontrolle zu halten oder wie auch immer. So ein Ding, das unscheinbar. Und wahrscheinlich kann Moses sich überhaupt nicht vorstellen, wie dieser blöde Stab ihm dabei helfen soll, ein Volk aus dem mächtigen Ägypten rauszuführen. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Dieser blöde Stab kommt immer wieder zu einem ganz mächtigen und wichtigen Einsatz. Der Punkt hier ist so ein Prinzip. Ein Prinzip, das schon lange da ist. Und Thomas von Aquin hat das in so einen kurz prägnanten Satz gefasst. Gnade setzt die Natur voraus und vollendet sie. Gnade setzt die Natur voraus und vollendet sie. Gnade ignoriert die Natur nicht. Gnade schwächt die Natur nicht. Gnade zerstört die Natur nicht. Gnade übersieht die Natur nicht, verleugnet die Natur nicht und deckt sie auch nicht zu. Sondern Gnade nimmt, was du hast und baut eben darauf auf. Das wird an vielen Stellen, aber eben auch bei diesem kleinen Jungen und bei diesem alten Mann sehr deutlich. Dieser kleine Junge hat nur diese 5 Brote und jetzt kommt Jesus eben nicht und sagt, hör mal, 5 Brote helfen gar nicht weiter, sondern Jesus sagt, was ist das, was du hast?
Fünf Brote. Dann sagt Jesus, dann nehmen wir diese fünf Brote, deine Natur, das, was du bist und hast, dann nehmen wir deine fünf Brote, meine Gnade, und dann füttern wir damit 5000 Leute, wenn du willst, jeden Tag. Fünf Brote. Und Jesus nimmt diese. Jesus geht eben nicht hin, hör mal, halt mal die fünf Brote, ich mach mal jetzt und es regnet Nahrung vom Himmel. Nein. Jesus macht es eben nicht ohne diese fünf Brote, sondern gerade mit diesen fünf Broten. Und Fisch gab es auch noch. Und in dieser Geschichte mit Moses genau so. Das heißt, Gnade, Gott selbst, schaut immer, was wir sind und haben. Er nimmt eben unsere Natur und er vollendet sie. Er baut eben darauf auf. Er sagt nicht, hör mal, deine Natur kannst du vergessen. Alles nur Quatsch, brauchen wir gar nicht. Wir machen das mal ganz anders. Nein, er sagt, was ist das, was du hast? Warum reden wir über dieses Prinzip an dieser Stelle, wenn wir doch mit dem Wort Gottes und mit dem Katechismus im Jahr des Glaubens unterwegs sind? Wir stimmen ganz locker darin überein, dass wir den Glauben brauchen, um den Herrn zu erkennen, um den Herrn zu lieben und als seine Jünger zu wachsen. Dazu brauchen wir den Glauben. Und wir wünschen uns, dass das geschieht, und zwar am besten übernatürlich. So ein tolles Wort. Übernatürlich. Was wir meinen, ist ohne unsere Natur. In Bezug auf die Geschichte mit dem kleinen Jungen wünschen wir uns, dass Jesus schnipst und das Zeug vom Himmel fällt, ohne dass wir unsere fünf peinlichen Brote präsentieren müssen. Und genau das macht Jesus nicht. Johannes Paul II. Hat zu diesem Thema eine ganze Enzyklika geschrieben, die heißt Glaube und Vernunft, Fides et Ratio. Und der ziemlich erste Satz in diesem wunderbaren Schreiben ist folgendermaßen. Glaube und Vernunft sind wie zwei Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Das Streben, die Wahrheit zu erkennen und letztlich ihn selbst zu erkennen, hat Gott dem Menschen ins Herz gesenkt. Das ist ein wunderbarer Satz, da steht kein einziges Fremdwort drin. Glaube und Vernunft sind wie die beiden Flügel. Klar, da steht das Bild von einem Vogel, ein fliegender Vogel. Versuch dir einen Vogel vorzustellen, der nur einen Flügel hat. Denkt, der bleibt einfach nur am Boden, der erhebt sich nirgends hin. Wenn du dir einen Vogel vorstellst, der einen gesunden und einen lahmen Flügel hat, dann ist er wahrscheinlich ein Vogel, der irgendwie im Kreis fliegt. Und zwar ständig. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber hier sagt Johannes Paul, Glaube und Vernunft sind die beiden Flügel, die wir brauchen zur Betrachtung der Wahrheit.
Na, Betrachtung der Wahrheit, das ist nicht so etwas wie, wir betrachten ein Bild, wir schauen ein Bild an, schön. Das, was wir hier anschauen, ist Wahrheit. Und Wahrheit ist eine Person. Wahrheit hat hier ein Gesicht. Jesus selber. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und das ist die Wahrheit, die wir hier betrachten. Das heißt, wir schauen die nicht an, sondern wir begegnen ihr. Wir begegnen der Wahrheit. Wir begegnen der Wahrheit, die uns verwandelt. Das heißt, hier die beiden Flügel, die wir brauchen, damit unser Geist, wir selbst, uns zur Betrachtung dieser Wahrheit, zur Begegnung mit dieser Wahrheit, die uns verwandelt, erheben können. Dazu brauchen wir zwei Flügel. Und Johannes Paul sagt, ein Flügel, Glaube, das hatten wir eben schon, da waren wir uns einig. Glaube brauchen wir, um den Herrn zu erkennen und in unserem Jüngersein zu wachsen. Und Johannes Paul sagt, und du brauchst einen zweiten Flügel, Vernunft. Oh, Moment. Und da brauchen wir ein bisschen, dass wir da hinterherkommen. Eben nicht nur Glaube übernatürlich, sondern Glaube und Vernunft. Eben Gnade und Natur. Gnade und Natur. Jesus baut auf die Natur auf. Zu unserer Natur gehört die Vernunft. Zu unserer Natur gehört das Denken können. Dieses Denken können hat der Herr dir nicht zuerst gegeben, damit du in die Schule gehen kannst, Matheaufgaben lösen kannst, deinen Urlaub im Internet buchen kannst, eine Familie ernähren kannst, einen Beruf lernen kannst. Das bitte auch alles. Aber primär, der allererste Grund, warum der Herr uns Vernunft gegeben hat, ist, damit wir ihn erkennen. Denn das ist, worum es im Leben zuallererst geht. Damit wir ihn erkennen. Darum brauchen wir, um der Wahrheit zu begegnen, diese zwei Flügel, die uns erheben in diese Gegenwart. Und diese zwei Flügel sind Glaube und Vernunft. Eben nicht nur ein Flügel, sondern wir brauchen beide. Vielleicht sagst du, ja, aber mit der Vernunft, da kann man auch ganz schön daneben liegen. Ja, das stimmt. Darum haben wir eben die Lehre der Kirche. Darum haben wir die Verkündigung der Apostel durch die Jahrhunderte. Wie zwei Handläufe, an denen wir sicher geführt werden, an denen wir uns sicher halten können. Allerdings müssen wir schauen, dass wir als Söhne und Töchter uns verstehen von Mutter Kirche und dass wir nicht schon zu Lebzeiten versuchen, Kirchenlehrer zu sein. Leute, die versuchen, zu Lebzeiten schon Kirchenlehrer zu sein, werden es nach ihrem Tod nie. Die Leute, die nach ihrem Tod zu Kirchenlehrern geworden sind, sind das geworden, weil sie zu ihren Lebzeiten sich ganz klar als Söhne und Töchter von Mutter Kirche verstanden haben. Und die Söhne und Töchter lernen von der Mutter, hören ihr zu, sind mit ihr unterwegs, wollen von ihr lernen. Ein
Letztes, das ich gerne noch ein bisschen erwähnen möchte in diesem Zusammenhang, ist ein Artikel aus dem Katechismus. Der Katechismus ist durchnummeriert von 1 bis 2000 irgendwo. Dieses Mal ist es Nummer 158. Der Glaube sucht zu verstehen. Ein ganz altes Wort vom heiligen Anselm. Der Glaube sucht zu verstehen. Hier meint es nicht, er versucht, sondern er sucht. Es ist seine Sehnsucht, sein Antrieb. Da ist etwas in ihm, das nicht zur Ruhe kommt. Er sucht zu verstehen, nicht nur zu erfahren, auch. Nicht nur zu erleben, ja. Sondern der Glaube sucht zu verstehen. Wer wirklich glaubt, heißt es weiter, sucht den, in den er seinen Glauben setzt, besser zu erkennen. Und das von ihm Geoffenbarte besser zu verstehen. Was hier gemeint ist, wenn es sagt, wer wirklich glaubt, es gehört zum inneren Wesen des Glaubens, zu suchen, den besser zu erkennen, dem ich glaube. Den, den ich liebe, besser zu erkennen. Und das, was er von sich offenbart, besser zu verstehen. Es ist mir eben nicht egal. Ich sitze nicht einfach da, wie beim Arzt im Wartezimmer und schaue, ob irgendetwas auf mich herabfällt. Sondern ich mache mich auf, weil ich den suche, den mein Herz liebt. Darum möchte ich das, was er von sich offenbart, besser verstehen. Verstehen mit Verstand. Das heißt dann weiter, eine tiefere Erkenntnis wiederum wird einen stärkeren, immer von Liebe beseelten Glauben hervorrufen. Was hier die Verkündigung der Apostel uns nahebringen will, ist, dass Erkennen und Wachstum im Glauben sich gegenseitig befruchten. Das eine dem anderen Schwung gibt. Eine tiefere Erkenntnis, einen stärkeren Glauben von Liebe beseelt. Dieser stärkere von Liebe beseelte Glauben wird noch mehr suchen, den zu erkennen, den es doch liebt. Und dann diese stärkere Liebe, diese tiefere Erkenntnis, einen stärkeren Glauben. Und du siehst, wie uns das weiterbringt, stärkt, aufbaut. Darum, so zitieren sie dann am Ende von diesem Absatz 158 den heiligen Augustinus. Ich glaube, um zu verstehen. Und ich verstehe, um besser zu glauben. Es ist eben nicht ein Verstehen um des Verstehens willen, sondern es ist ein Verstehen um des Glaubens willen. Und mit dem Glauben kann ich weiter fortschreiten in dem Verstehen, welches den Glauben stärkt und so weiter und so weiter. Die zwei Flügel, Glaube und Vernunft, mit denen du dich erhebst zur Betrachtung der Wahrheit, zur Begegnung mit der Wahrheit. Es sind deine Flügel, dein Glaube und deine Vernunft. Warum betone ich das? Weil deine Flügel nicht meine Flügel sind. Deine Flügel sind vielleicht viel größer und stärker als meine. Gut, dann sind meine eben kleiner und schwächer. Und ich werde mit meinen Flügeln
fliegen. Ich werde mich mit meinen Flügeln erheben. Eben mit meinem Glauben. Und wahrscheinlich ist mein Glaube kleiner als deiner. Und ich werde mich mit meiner Vernunft erheben. Meine Vernunft ist vielleicht, wahrscheinlich, viel kleiner und schwächer als deine. Ich als Handwerker, ich fliege mit Handwerkerflügeln. Und ein Professor, der fliegt eben mit Professorflügeln. Aber ich fliege mit den Flügeln, die mir gegeben sind. Und ich schaue, dass sie möglichst schön und möglichst stark werden. Du, wenn du zu Jesus kommst, bist dazu berufen, da gerufen, deine fünf Brote, was auch immer deine fünf Brote sind, und selbst wenn es nur ein Brot ist, dass du deine Brote, deine 5, 2, 3, 1 Brote abgibst. Du musst nicht versuchen, eine Bäckerei zu bringen, wenn du nur 5 Brote hast. Das, was ich habe, ist das, was ich gebe. Meine Natur. Und Jesus gibt das, was er ist, was er hat, seine Gnade. Und zusammen können wir mit dem 5000 Leute füttern. Zusammen können wir mit dem fortschreiten in die Betrachtung Gottes selbst. Immer tiefer in das Wesen Gottes selbst. Immer tiefer in diese Liebe, die uns immer tiefer in sich selbst aufnehmen will. Lasst uns in diesem Jahr des Glaubens unsere zwei Flügel erstarken lassen. Dass wir in diesem Jahr des Glaubens immer tiefer hineindringen in das Herz von Gott selbst, der sich so danach ausstreckt, uns in sich immer tiefer aufzunehmen. Wir wünschen dir auf diesem wunderbaren Weg alle Gnade und alle Segen des Himmels. Dankeschön.